Hallo wieder mal, schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde mit deinem Lieblingspfesel. Wir sind wieder in Bogoren und haben seit kurz vor Schluss vom letzten Bad eine neue Mitbewohnerin gekriegt. Und zwar die Slatta. Sie ist Musikstudentin und macht Mut. Leider sind wir ausgeraubt worden, was uns etwas zurückgeworfen hat. Aber das ist nicht so schlimm. Da fällt mir ein, was brauche ich noch für Werkzeug? Wir haben was zu essen. Fesel liegt unten und schläft. Oh, hab mir im Stockwerk vertan. Nach unten. Sie ist sehr sportlich. Für eine Brechstange. Das machen wir jetzt. Wir haben keine Schaufel mehr, dann holen wir uns eine Brechstange. Dann kann die ein wenig arbeiten. Wir haben den Herd übrigens schon geupgradet in der letzten Folge. Das heißt, wir können uns etwas mehr und etwas leichter zu essen zaubern. Irgendwie. Also wir basteln uns ein Butterbrot. Leichter. So, was war abgesperrt? Das da unten war abgesperrt. Und dann das oben war abgesperrt. Und links unten die Tür war abgesperrt. Okay, etwas Wasser. Wir haben eh nichts. Nichts. Dann du einmal nach unten. Fesel ist so eigentlich sehr praktisch veranlagt. Ja, du bist krank, das wissen wir. Du wirst noch das oben aufbrechen. Wie geht's Fesel? Der ist schon bald wieder fit. Zum Glück ist nicht kalt. Das hätte jetzt noch gefehlt. Also auf jeden Fall kann man schon sagen, zu zweit ist es etwas einfacher als alleine. Oh, was zu essen. Jetzt haben wir das. Wir haben kein Gemüse mehr. Aber okay, damit müssen wir zurechtkommen. Da ist nichts, da ist auch nichts. Der Tag ist auch schon bald wieder vorbei. Da ist nichts. Mal nach oben. Da wirst du unten noch den Raum leer machen. Also da den Schutthaufen, Mani. Sehr viele Stockwerke eigentlich, ne? Fällt mir jedes Mal auf. Das wird jetzt eh nicht mehr gehen, aber okay. Ja, die Schaufel wurde uns geklaut. Erinnere mich nicht dran. Wir wissen auch schon, das schafft sie nicht. Aber okay, ist halt so. Sobald wir eine Axt haben, dann wird mal da alles leer gedroschen. Ja, ruhiges Haus, das machen wir nicht. Du stehst Wache, die können Badesöffel tragen. Dann gehst du mal plündern. Ich bin mal so frei. Menge Lebensmittel. Tankstelle. Ach verdammt, ich wollte die Brechstange mitnehmen.
Aber okay, wir haben so auch noch genug zum Tragen. Nein, nicht das, das. Tauschmaterial. Da wäre noch oben. Da oben ist noch ein Buch, das nehme ich sehr gerne mit. Denn Bücher helfen gegen Depressionen. Oder so. Oder gegen Langeweile wahrscheinlich. Und wenn ihr was Wichtigeres findet, können wir es unten leichter erreichbar lagern. Also, dass wir es schneller kriegen können. Okay, wie zum Beispiel. Das können wir stacken. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir auch. Und natürlich Holz. Das heißt jetzt, wenn wir das da voll machen, das tun wir wieder weg. Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Dann tun wir die zwar noch weg. Nehmen das Holz mit. Elektrische Teile brauchen wir noch nicht. Jede Menge Holz. Holz hier, Holz, Holz. Dann nehmen wir das auch noch weg. Noch mehr Holz. Dann nehmen wir die Patronenhülsen auch noch weg. Noch mehr Holz. Ja, brauchen wir. Ist halt so. Jetzt gehe ich aber trotzdem mal nach unten. Da draußen ist eine Freund, dass sein deiner Totengräber, der seinen Freund bekommen hat. Da ist auch Holz. Holz ist gut. Ach, wir müssen uns dann durchgraben. Okay. Dann gehst du mal raus. Auf dem frischen Grab liegt eine sorgsam gefaltete kleine Origami-Blume und die ID eines Mannes namens Milos. Das ist halt so. Krieg ist immer gleich. Das habe ich gehofft, dass ich da noch was finde. Jetzt sind wir wirklich voll beladen. Und los geht's. Man merkt übrigens, ich spiele das immer noch ohne Mod. Also es gibt ja Mods, die zum Beispiel den Rucksack erhöhen oder dass man mehr Holz tragen kann. Das verdoppelt im Grunde genommen alles, was man tragen kann. Und es ist dann natürlich um einiges einfacher, weil man einfach sehr schnell am Anfang viel looten kann. Oh, da unten ist der Haufen kurz zusammengefallen. Wir wurden geplündert. Toll. Brechstange. Fesel wurde angeschossen. Ich muss zugeben, so richtig Spaß macht es gerade nicht. Aber längst klauen sie uns das Essen nicht. Fesel wird sterben, wenn wir diese Wunde nicht richtig versorgen. Kostet es, was es wolle, wir müssen Bandagen finden. Der wird jetzt auf jeden Fall zuerst was essen. Geht sich das aus, als wir das jetzt noch upgraden können? Ja, wenigstens das geht sich aus. Traurig, schwer verletzt, hungrig. Ach ja. Sieht nicht gut aus für unseren Fesel. So, und das habe ich jetzt nicht erwartet. Jetzt brauchen wir noch 4 Holz.
schlimm, 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 schlimm. Ne, das habe ich nicht geupdatet. Du hast mir gesagt, das Holz. Ja, das Material zu teuer. Das ist natürlich verständlicherweise noch teurer. Okay. Wer ist das? Wer bist du? Mein Bruder ist verletzt. Ja, toll. Mein Pfesel ist auch verletzt. Wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Im Nachhause. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wart kurz. Ich werde ihm helfen. So ist es nicht. Aber. Ja, ich bin. Ich hoffe, dass da unten was drin ist, was uns irgendwie helfen kann. Fesel wird auf jeden Fall die nächste Nacht zu Hause bleiben und Wache stehen. Ja, hör auf. Hör auf zu stressen. Wir haben gerade aus dem Keller freigelegt. Es war so klar. Ja, ich weiß, ihr habt gerade was anderes gesagt, aber wir brauchen das Teil. Komm, wart noch eine halbe Stunde. Könnt ihr eigentlich eine Leiter so runterrutschen? Ich meine, ich finde es zwar sehr praktisch, dass man Leiter im Spiel runterrutschen kann, aber ich kann das nicht. Okay, vielleicht will ich es dann lernen. Medikamente und Bücher. Leicht krank, hier passt, du kriegst Medikamente. So, passt. Wir deinen Bruder. Ja, los. Ja, renn mit. Die Medikamente werdet ihr mir nicht klauen. Die esse ich selber. So, weiter schlafen. Immer schön im Bett bleiben. Schauen wir uns noch die Nacht an. Mal schauen, was passiert. Auf Medikamente, schwer verletzt. Du stehst Wache. Tag 6. Wir wurden ausgeraubt. Einige Schüsse, Wunden, Dinge, die sie gestohlen haben. Aber wenigstens ist die Krankheit weg. Sie ist dafür sehr müde. Ja. So passiert es halt. Leg du die noch kurz hin. Er ist immer noch schwer verletzt. Müde, hungrig.
Was haben wir noch so in, an Gegenständen? Nichts mehr. Sie haben sogar die Bücher geklaut. Aber okay. Mal schauen, wie es im nächsten Part wird. Also dann, bis bald. Tschüss, euer Lieblingspfesel.